Heute geht es nochmal um den Schiedsrichterskandal beim Spiel VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Ich bin selbst Borussia Dortmund-Fan, mache hier Fußball-Talks und Fußball News, auch zu anderen vereinen Also wenn euch sowas hier gefällt, lasst gerade ein kostenloses Abo da. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, hier mal brandaktuell News für euch rauszuhauen. Und es gibt jetzt das erste richtige Statement von Sascha. Stegemann, dem Schiedsrichter des gestrigen Spiels, der natürlich enorm in der Kritik steht, auch in den Trends ganz oben war und ist und heute halt noch auch immer Thema ist. Ich verzeihe ihm jetzt seine äh, Geschichte hier so schnell nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr nachtragend, äh, was sowas angeht und ähm, ja, habe den Namen abgespeichert negativ für die nächsten Jahre, aber nun gut. Ähm, er hat jetzt bei Sky Sport ein Statement gemacht, auch mehrere Statements gibt es jetzt, aber dieses Statement kann ich euch jetzt hier nicht komplett zeigen. Ich sage aber, was in diesem Minuten-Statement gesagt wurde. Das ist jetzt hier Thema Adeyemi und das V-Spiel in der 65. Minute. Und dort sagt er, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, nachdem er sich die Bilder angesehen hat, hat er eine falsche Entscheidung getroffen. Er hat das anders wahrgenommen. Dann frage ich mich, warum hat der VRR ja nicht eingegriffen. Warum greift niemand ein? Das ist die Aufgabe, das ist die einzige Aufgabe, warum es diesen Keller da oder wo auch immer das stattfindet in Köln. Da ist, um einzugreifen, wenn ein Foulspiel, wenn irgendwas nicht passt, um dann dem Spiel Fairness zu geben und die Entscheidung des Schiedsrichters Vielleicht zu unterbinden, beziehungsweise dem Schiedsrichter zu helfen in so einer Situation. Der kann ja nicht immer alles sehen. Das geht so schnell und da immer die richtige Entscheidung zu treffen, ist schwierig. Und man muss auch sagen, die Schiedsrichter trauen sich ja zum Teil jetzt gar nicht mehr zu pfeifen, weil es jetzt immer regelmäßiger auch dann geprüft wird im Nachhinein und der Schiedsrichter dann auch mal. Ein wenig verunsichert wird, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, also grundsätzlich ist der VRR schwierig, weil die Schiedsrichter dann erstmal grundsätzlich erstmal Situationen nicht pfeifen, wo die sich nicht sicher sind und dann halt äh, das Risiko an den VRR weitergeben. Und wenn der sich dann nicht meldet, aus irgendwelchen Gründen, haben die natürlich ein ganz großes Problem. Und man muss sowohl bei Sascha Stegemann sagen, das komplette Spiel auch. Zur Halbzeit hat auch, auch, während der ersten Halbzeit, hat schon auch Sandro Wagner bei Sohn gesagt, dass die Leistung von dem Schiedsrichter schlecht ist, dass der sehr pro VfL Bochum gepfiffen hat und anti-Dortmund. Und ich sehe das auch in den Kommentaren. Klar sagen einige, ja, der hat gut gepfiffen, oder machen sich lustig drüber, wenn sie jetzt Bochum-Fan sind oder wenn sie jetzt. Äh, Bayern-Fans sind, ihr dürft euch auch freuen. Und das soll jetzt auch nicht die Leistung vom VfL Bochum schmälern. Ihr habt in der ersten Halbzeit, das habe ich auch in meinen Videos immer klar betont, finde ich sogar besser gespielt. Wir hatten zwar die besseren Chancen, aber ich fand euch generell in der ersten Halbzeit sogar besser. Insgesamt fand ich aber Dortmund so viel besser, dass sie den Sieg verdient hätten. Und der Elfmeter ist ein Tool. Und wenn zwei Elfmeter, die ziemlich klar waren, zumindest einer davon sehr klar war, nicht gepfiffen wird, dann ist das sehr, sehr schwach und auch daneben. Und wenn der VRR nur diese Aufgabe hat, das Spiel sich anzugucken und dort zu sitzen und Entscheidungen zu treffen, die der Schiedsrichter vielleicht nicht gesehen hat oder Fehler auszubügeln und das dann nicht macht, dann frage ich mich, warum. Ist das so? Und was ist jetzt der Grund dafür, sowas nicht zu pfeifen? Wenn man mehrfach sich die Situation anschaut, ist relativ klar, dass es dort ein klares V-Spiel gab. Sandro Wagner hat auch gesagt, ja, der wird ja sicherlich gleich auch den Elfmeter pfeifen. Und dann kam es nicht dazu. Und für mich ist das ein waschechter Skandal. Gerade auch, wenn man die Vorgeschichte jetzt kennt, dass der VRR, der dafür verantwortlich war, hier auch vom Bayern München Geschenke hier mal bekommen hat in der Vergangenheit. Dann denk, denkt man sich da irgendwie schon seinen Teil bei und kriegt irgendwie Bauchschmerzen. Zumindest ich bin ganz klar der Meinung, dass es dort ähm, ja nicht mit rechten Dingen zuging in der Situation. Ja. Klar ist die Meisterschaft jetzt nicht komplett gegessen, auch wenn Bayern morgen gewinnt. Aber es kann am Ende, die zwei Punkte können das ausgemacht haben. Und sicherlich ist Dortmund schuld, dass sie die Chancen nicht reingemacht haben. Sicherlich ist Dortmund schuld, dass sie auch gegen Stuttgart unentschieden gespielt haben. Sicherlich ist Dortmund auch schuld, dass sie vielleicht gegen Schalke unentschieden gespielt haben. Aber das waren dann Situationen die aus dem Spielverlauf, die blöd waren, die schlecht liefen. Aber wo nicht der Schiedsrichter klare zwei äh, Elfmeter nicht gegeben hat. Und klar wurde Dortmund in der Saison auch schon hier und da mal bevorzugt behandelt und Bayern natürlich auch, aber sowas darf generell nicht passieren. Dafür ist doch der VRR da. Wenn er richtig genutzt werden würde, würde es solche Situationen nicht so oft geben. Ob in der zweiten Liga oder in der ersten Liga, das kommt viel zu häufig vor. Und hier kommen wir nochmal zu einem weiteren Statement von Sascha Stegemann. Der Videoassistent hat sich die Szene natürlich angeschaut und bewertet. Die Einschätzung war keine offensichtliche Fehler. Entscheidung. Deshalb gab es auch nicht die Empfehlung, dass ich es mir selbst noch mal anschaue. Ja, ihr habt ja jetzt gesehen, dass er jetzt bei Sky Sport dann gesagt hat, er hat eine falsche Entscheidung getroffen, nachdem er sich diese Situation alleine bei Adiyemi, hier war nur das Thema Adeyemi äh, hier ja, in dem Minutenvideo äh, äh, thematisiert worden, da sagt er, er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Wie kann es denn dann sein, dass dann jemand sagt, beim VRA, da sitzen dann da Leute und sagen: Nee, wir geben das jetzt nicht weiter. Vom zweiten Elfmeter, dann schenken wir Bochum und schenken vielleicht auch so mit Bayern. Einen Elfmeter schenken wir, verschenken wir, aber ich denke, mindestens einen hätte man geben müssen, wenn nicht sogar zwei, und das entscheidet am Ende so ein Spiel, beziehungsweise nimmt Dortmund eine riesige oder sogar zwei riesige Chancen, die Führung zu erzielen. Und bei dem Adiyemi-V-Spiel muss man ja auch sagen: Es hätte auch noch die gelb-rote Karte. Nach sich gezogen für den Bochum-Spieler. Und dann gegen 10 Bochumer mit 2 zu 1 Führung nach 65 Minuten, dann kann das Spiel auch ganz schnell eine ganz andere Wendung nehmen. Und ähm, ich habe da enorme Bauchschmerzen. Klar hätte Dortmund dann auch noch 2-2 spielen können, aber dann haben sich das, äh, die Bochumer auch mehr verdient und dann sage ich am Ende auch nichts. Ja, wenn Dortmund so blöd ist, äh, okay, aber hier war auch noch was anderes im Spiel und das würde ich nur schwer akzeptieren, wenn so die Meisterschaft entschieden wird. Ich hoffe. Es wird nicht so werden. Ich hoffe, dass Bayern vielleicht noch irgendwie Punkte lässt, dass das jetzt nicht so entschieden wird am Ende. Das wäre irgendwie schon sehr, sehr bitter und würde mich sehr stören. Klar ist Dortmund auch immer selber schuld. Die hätten zwei, drei Tore auch so schießen müssen. Aber ich komme darüber nicht hinweg. Ich sehe auch bei den Kommentaren bei Twitter, dass hauptsächlich die Leute sehr. Auch der Meinung waren, dass das so verschoben wurde und auch selbst Bayern-Fans sagen, dass das ein Skandal ist und ähm, auch sagen, dass sie so nicht Meister werden wollen und das sehr blöd finden, wie das jetzt läuft. Aber es spielt natürlich den Bayern jetzt in die Karten, jetzt gegen Hertha, ja, zu ja, für mich 99% gewinnen werden. Hertha ist letzter und im Heimspiel ist das der perfekte Aufbaugegner, also ich glaube nicht dran. Ich gucke es mir auch gar nicht an, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ähm, mir soll es wurscht sein, was die da treiben. Äh, ich mache da ein bisschen Sport und wähle es dann Tag und ruhe mich mal ein bisschen aus am Sonntag ja, und guck dann am Ende aufs Handy, wie es ausgegangen ist. und dann soll es das gewesen sein.. Ja. Für mich sehr, sehr enttäuschend. Ich habe es immer noch nicht so richtig verdaut, muss ich sagen. Das soll jetzt auch nicht wie ein schlechter Verlierer klingen oder wie ein schlechter Remisspieler ja. Äh, Bochum hat gut gespielt, die haben alles reingeworfen, es soll eure äh, Leistung da nicht schmälern und ähm, das gleicht sich im Laufe der Saison auch immer hier und da mal aus, aber ich finde das schon sehr krass in so einer entscheidenden Phase. Äh, bringt es einen halt auch nichts und wenn das im Finale passiert, bringt es halt auch nichts und das war bei Dortmund sehr häufig der Fall, dass da immer recht blöde Entscheidungen äh, zugunsten des Gegners getroffen wurden und bei Dortmund selten in so Spielen dann mal Glück Geherrscht hat und dann fragt man sich dann halt schon, was für eine Agenda dahinter ist. Ja, und wenn diese Vorgeschichte mit dem VRA, mit dem bayern geschenkt da, wie gesagt, es gibt äh, Betrugsfälle im Fußball, ja, in Italien, äh, der Häuserskandal. Ich kann mir vorstellen, und am Ende ist es ja auch menschlich, wenn du da irgendwie einen Koffer hingestellt bekommst, jetzt rein theoretisch jetzt mal, ja, wir spinnen mal die Geschichte, nicht, dass es das jetzt passiert ist. Aber ich spinne jetzt meine Geschichte, stellt euch jetzt vor, ihr kriegt jetzt einfach mal so einen Koffer mit einer Million hingestellt und sagt hier, komm, was macht man denn dann da? Nimmt man dann das in Kauf, das Risiko, oder sagt sich, komm, ich habe damit ausgesorgt, ich weiß es nicht. Ja? Kann ja theoretisch immer sein, aber äh, ich hoffe, so weit ist es da nicht gegangen. Ja. Ähm aber ich vertraue diesen ganzen Schiedsrichtern da nicht sonderlich. Und ich finde auch die Schiedsrichter in Deutschland nicht sonderlich gut. Ja, also da sind so oft Fehlentscheidungen. Der VRR wird nicht richtig gelöst. Das ist ja nicht nur bei dem Spiel. Ich finde, da sollte man sich generell vielleicht Gedanken machen. Und ich würde es halt ganz gut finden, wenn auch ein Bundesliga-Trainer einen Joker pro Spiel hätte und dann... Auch ins Spiel eingreifen kann bei solchen Situationen, dass man den Schiedsrichter zwingen kann in so einer Situation, wenn er sich das nicht selbst anguckt, zu sagen, gucken Sie sich bitte die Situation an. Wir haben uns das hier auf dem Tablet dreimal angeguckt. Für uns ist das ein klarer Elfmeter. Bitte schauen Sie sich das hier nochmal an und erklären Sie das dann im Stadion, warum Sie das nicht gepfiffen haben, wie beim Football auch. Und fertig. Ja? Gibt es in anderen Sportarten auch, da funktioniert das auch. Sorgt für mehr Fairness, denke ich. Und dann ist das auch, glaube ich, am Ende wesentlich cooler gelöst. Soviel dazu. Wenn euch solche Talks und Fußball-News interessieren, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball, auch bei dem Thema. Bis dann und ciao, ciao.